Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Ark. Ja, ich möchte heute noch ein bisschen rumwandern. Und, ja, eigentlich noch ein paar Viecher tamen. Und zwar, ich habe mir einmal einen gelben Pfeil, einen blauen Pfeil, oder Purple, und 5 blaue, 38 normale. Und ich hoffe, dass das auf jeden Fall klappen wird, was ich vorhab. Ich sehe gerade, ich habe 175 normale. Ich werde mir meinen Trike auf jeden Fall immer so hinstellen, dass ich einen Rückzugspunkt haben sollte, falls mich irgendwas Böseres angreift. Und dann wird auch entschieden, welches Sattel, das ich mir noch demnächst mal crafte. Und ich will mich mal in diese Richtung vorarbeiten. Ich sehe schon den, wo ich eigentlich wollte, schon wieder weg. Nein, ist nicht weg. So, ich werde erstmal den hier nehmen. Beziehungsweise nein, ich nehme den Purple. Immer da aus dem Gesicht, Mann. Ha! Ein Schuss und er ist platt. Geil. So, er liegt in der Wand. Er hat, oh, der hat aber richtig Statistik. So, das ist ein 102er. Das heißt, ich brauche jetzt 155 Mega Berries. Das heißt, gut, dass ich mir gerade den Trike mitgenommen habe. Das heißt, wenn der keine Bären drin hat. Ja, er hat ein paar, aber nicht die, wo ich will. Sowieso noch Bären sammeln. Merkt man gerade, ich habe keine Narcotics dabei. Ich hoffe, dass der das nicht säuft. Wenn nicht, ich habe blaue Pfeile dabei. Kann ich ihn auch so noch ausschließen. Wie gesagt, meine Basis soll ja auch bis hier rüber gehen. Dann sowieso der Bereich, den ich als nächstes dann einnehmen will. So, wie viel habe ich denn? 206, das heißt, es geht sogar reichen. Aber ich habe keine blauen, oder habe ich diese Tränke innen schon rein? Nein. Gut. Dann werde ich mal schnell nach Hause rennen. Dass ich mir mein Lieblingsgetränk für den hole. Und ich nehme auch, ja, ich auch. Und mir nachlaufen. Ich habe da ein paar Kollegen hier stehen. Kühlschrank waren noch welche. 18 Stück davon. Und habe ich noch Narcotics oder sind auch alle weg? Achso, Narcotics habe ich ja einstecken. Okay. Das ist die falsche Box. 359 Stück, das muss jetzt auf jeden Fall reichen. So, und dann heißt es der Cat Marsh. Und da komme ich immer noch an, was sich drauf reimt. Also ich meine jetzt auf Marsch. Ich bin ja mal gespannt, was der überhaupt kann. So, aber doch, er verliert gut Torpor, muss ich schon sagen. So, wie viel Food hast du denn? Du hast insgesamt 6000. Gott.
Und ich muss dich auf 1350 runterkriegen. Ho. Okay. Ich schätze mal, ich werde mein Narkotik brauchen. Und zwar komplett. Es kann sein, dass ich dann nochmal nach Hause rennen muss. Nochmal Bären abliefern. Narkotik zu machen. Leute, das mache ich gleich. Ich werde dann, glaube ich, mit dem Flugzeug mal antanzen. Bin ich dann etwas schneller unterwegs. Dann nehmen wir die Fackel in die Hand, dass ihr auch was seht. Das heißt, jetzt die da kommen da rein. Nimm die auf jeden Fall auch mit. Und dann geht's mit dir ab. Bei denen, die dich halt wirklich gerne haben. Insgesamt habe ich jetzt noch 21 und 26, wobei, ja, von dem habe ich nochmal 100, das ist ja das wenigste Problem. Ja, und das heißt jetzt, wir müssen Strike jedes Mal loswandern und Fische sammeln. Ich muss nur ein wenig aufpassen, denn mein Terra ist auf passiv gestellt. Das heißt, wenn da irgendwas Böses kommt und den weghaut, haut er den weg. Dann will ich immer wegen in der Nähe bleiben. Und da hinten kommt ein Stego, ein Alpha-Stego. Das ist nicht gut. Das für ein Level 48. Ja, solange in die andere Richtung geht, ist alles gut. Weil sonst könnte ich mir vorstellen, dass nicht mal Willow mit ihren 3700 das schafft, den aufzuhalten. Falls ich ihn umhauen kriege, werde ich es auf jeden Fall nicht schaffen, ihn zum Tamen. Aber dafür habe ich definitiv zu wenig Narkotik. Der latscht hierher. Das gefällt mir nicht. Könnten da beim Piranhas mal mit ihm ein wenig spielen, bitte? Ich will jetzt nicht meine Viecher hier verlieren. Bloß den da. Gott. Das wird so schwer, Leute. Den zu tamen. Weil da hinten sind nochmal zwei. So, ich werde jetzt mal auf die anderen Pfeile umstellen.
Das Schöne ist ja, ich habe ja eben meine Webseite, wo ich reinschaue. Da steht drin, dass ich zwischen 792 und 856 Narcotics brauche. Dann bin ich natürlich meilenweit entfernt. So, ich werde jetzt immer schnell nach Hause düsen. Den Narcotics holen, den nächsten Bären abliefern. Das wird jetzt ein Geschwindigkeitsspiel. Ja, ich habe ihn natürlich perfekt abgestellt. So. Ich brauche das. Die nächsten 30, dann nehme ich dich mit. Da nehme ich jetzt auch gleich welche mit. Und der verpisst sich gerade wieder, das ist gut. Rein. Auf 45 runter. Okay. Ich hätte jetzt gerne einen Rare Mushroom. Nochmal. Fackel an. Auch nochmal komplett die Bären ab. Deshalb muss ich so oft wie möglich machen. Dass ich so viele Narcotics bekomme, wie es geht. Weil ich sag mal, ich muss Minimum noch 50, 60 Stück verbrauchen. Das Schlimme ist, ich darf nicht zu. Will hier rumrennen. Weil, beziehungsweise, ich darf schon hier rumrennen, aber das Problem ist, ich muss halt immer die roten Sachen reinschmeißen. Oder 6 Stück waren das jetzt gerade mal. Vieles was anders. So. Bist du nach oben oder immer noch beim... Du gehst schon wieder nach unten. Oh Mann. Ich habe dann ganz ein gutes Gefühl, dass ich das nicht mal annähernd schaffen werde. Und von den anderen Jungs ist momentan auch keiner da, dass ich mal sagen könnte, okay, kannst du mir mal ein paar Narcotics rüberreichen? Das Einzige, was ich jetzt aber auf jeden Fall mache, ist, ich schmeiß mal die anderen Bären weg. Muffensausen, dass wenn ich jetzt ein wenig zu nahe komme, dass dann der andere mich angreift. Ich muss mal zurück, ein bisschen zurücklaufen. Ich brauche Bären wie die Sau.
muss jetzt fast mit 200 Narco-Berries nach Hause. Dass ich eine Chance hätte. Eine richtige Anzahl zu kriegen. So. Und Trike, wir müssen zurück. Wieder welche gespawnt. Jo. Ah, jetzt habe ich einige. Ich habe halt gerade mal 1000 Food runter. Nicht die Welt. Aber das heißt jetzt auch für mich nach Hause plätten. Nächsten Narcotics holen. Nächsten Narcotics produzieren. Wie gesagt, genug Rotten Flesh habe ich, Gott sei Dank. An dem wird es nicht scheitern. Aber jetzt habe ich 71 Stück, sehr gut. Wenn ich das jetzt jedes Mal mache... Moment, habe ich hier gerade eine blaue Schrift gesehen? Okay. Sofort das da. Die rein. Von verbrauchen. Okay. Aber mein Viech, wie es aussieht, hat er nur seinen Viech bei mir abgestellt und ist nicht da. Ist aber auch kein Ding. Und ich habe schon wieder ein Level up. Das ist sehr gut. Ich habe jetzt mittlerweile 130. Das heißt, ab jetzt... ja, was mache ich jetzt? Wo gehe ich jetzt hoch? Ich hätte gesagt, Health. 90 Punkte. Wieder mit meinem Strike. Los. Ach, verdammt. Komm her. So. Selbe Spiel wieder. Auf Bärensuche. Das ist eigentlich nicht das Spannende, das Tame,
Sondern da ist das Spannende, ob ich es schaffe, ist genügend Narkotik zu bekommen, um den überhaupt tamen zu können. Scheiße. Eineinhalbtausend habe ich. Scheiße. Spino. Nächste Spino. Er säuft genauso viel Narkotik. Weil mein Trike ist gleich am Ende von seinen Kräften. Wenn der rauskommt, habe ich halt überhaupt keine Chance, dass ich irgendwas mache. So, 334. Wäre schon mal genial. Und die nächsten 10. Dann heißt es jetzt Abdampf nach Hause. Also die Pfeile sind super, machen ziemlich schnell einen K.O. Die Pfeile sind scheiße, weil sie verbrauchen sehr viel Narkotik. Dass ich nicht mal weiß, sozusagen, wie ich das schaffen soll. Den nächsten 10 rein und dich. So, wir sind jetzt bei 4304. Wie gesagt, ich muss ungefähr runter auf 1350. Außerdem ist aber der Spino verschwunden. Ich glaube, der spielt da hinten rum. Ne, der ist im Wasser. Was bist du eigentlich für einer? Kannst du mein zweiter Türsteher werden? Alter, ein 138er, du wärst halt richtig geil. Aber du kommst dann später dran. Wie gesagt, ich weiß ja nicht mal, wie ich den da runterkriegen soll. Wobei mittlerweile sehe ich da Licht am Horizont. Okay, die Raw Primate, das wäre nicht das Problem. Das wären auch über 300 Narcotics, was ich bei dem bräuchte. Beim Spino.
So. Und ich hätte jetzt gesagt, bevor das jetzt arschlangweilig wird. Ich weiß jetzt zwar ganz genau, dass ich, wenn ich jetzt ausmache, dass mich dann das Bino angreift, der andere auch, der Alpha auch noch rüberkommt und ich einfach nur im Arsch bin. Aber ich habe Gott sei Dank die Aufnahmetaste an oder in der Nähe. Das heißt, falls was passieren sollte, werde ich auf jeden Fall sofort wieder die Kamera anmachen. Und wenn nichts Besonderes passieren sollte, dann werde ich die Kamera erst wieder anmachen, wenn ich ja ungefähr bei, sagen wir mal, dass ich es nicht verwechsel. Ja, ich sag mal, wenn ich bei 1500 bin, dann sieht man auf jeden Fall noch was. Dann hätte ich gesagt, ja, verabschiede ich mich für die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.